Spaß mit Matthias Ningel. Selbst zittert heftig, mir krampft der Bauch. Die Halsschlagader dicker als ein Gartenschlauch. Mein Schweiß tropft auf den Boden und bildet eine Pfütz. Doch ich verharre eisern im Liegestütz. Die anderen Kursteilnehmer mussten längst kapitulieren. Einfach peinlich, wie sie vor sich hin vegetieren. Ein Opa neben mir schlummert tiefenentspannt. Solche Penner fahren unser schönes Land an die Wand. Ich bin der Beste im Yogakurs. Ich bin der Beste im Yogakurs. Ich mach den Hund, meine Glieder sind wund. Doch das hat alles seinen Grund. In meinem letzten Praktikum ist es passiert. Mein Arzt hat mir Burnout diagnostiziert. Mir ging's beschissen, ich war wohl zu verbissen. Seitdem höre ich auf mein Gewissen. Jetzt mache ich täglich meinen Ausgleichssport. Übe Power-Yoga wie Verbot. Während all die anderen ihre Handgelenke schonen, bleib ich in der Krähe. Leistung muss sich wieder lohnen. Ich bin der Beste im Yogakurs. Jawohl, der Beste im Yogakurs. Den Krieger und die Sphinx mach ich mit links. Ich trinke eimerweise Eiweißdrinks. Noch ganz oben bei meiner Bank. Mein Rückgrat ist flexibel, dem Yoga sei Dank. Die Tiefenentspannung zum Stundenschluss werde ich überspringen, denn ich muss zum Bus. Dieses Nichtstun kann ich beim besten Willen nicht gebrauchen. Außerdem möchte ich jetzt gerne eine rauchen. Aus meinem Mund quillt schon der Schaum. Bin. Wer weiß, vielleicht knall ich noch die Yoga-Lehrerin. Ich gehe tiefer in die Dehnung, immer tiefer in die Dehnung, in die Dehnung, in die Dehnung, in die Dehnung.